Willkommen, willkommen aus Barcelona, wo wir bei Alcatel sind mit dem OneTouch Pop 4, 7,99 mm dünnen 5 Zoll HD-Bildschirm, IPS-Technologie, Smartphone mit der neuesten Android-Marshmallow-Version hier drauf. Also ein günstiges Gerät mit eigentlich schöner Software und auch schöner Hardware, denn wir haben hier von Qualcomm einen 1,1 GHz 4-Kern-Prozessor drin, der ganz genau MSM8909 heißt übrigens. Heißt, wir haben Bluetooth 4 WLAN hier drin mit der neuesten BG und N Technologie und auch über USB kann man das Ganze aufladen und LTE ist sogar auch hier drin in diesem schönen günstigen 5 Zoll Gerät mit Plastikgehäuse, das wir uns jetzt hier weiter anschauen werden. Wie ihr sehen könnt, auf der Rückseite steht mal Pop drauf, Pop 4 nochmal der Name. Hier die Kamera hat 8 Megapixel mit einem Autofokus und einem einzigen Blitz, bei dem wir 720p Videos aufnehmen können und vorne für die Selfies haben wir sogar eine 5 Megapixel Kamera, auch mit einem Blitz, also in schlechtem Licht können wir dann auch hier gute Inhalte aufnehmen. 2500 mAh Akku ist ganz schön groß eigentlich für so ein kleines Handy, denn wir haben auf 5 Zoll normalerweise um die 2000 mAh und ihr könnt sehen, hier unten ist auch der Akku, den man sogar rausnehmen kann. Also falls nach ein paar Jahren der mal nachlassen sollte von der Leistung her, kann man den austauschen. Ein MicroSD-Kartenslot ist auch integriert mit bis zu 32 GB, können wir den Speicher erweitern, aber ansonsten haben wir nur einen einzigen SIM-Kartenslot hier drin im Pop 4, entsprechend in der Micro-SIM-Größe. Ich mache die Rückseite mal wieder drauf. So, und unten sehen wir dann Micro-USB und Mikrofon auf der Seite, An- und Ausschalter und Lautstärkeregler hier und oben dann ein Headset und Mikrofon nochmal für Freisprechanrufe. An den An- und Ausschalter kommt man relativ schlecht dran, der ist ein bisschen weit oben, aber an sich ist es okay, man kann sich bestimmt dran gewöhnen. Ansonsten hier einfach anlocken und schon können wir loslegen hier mit der schönen, einfachen Android-Marshmallow-Oberfläche, die von Alcatel fast gar nicht angepasst wurde. Das gefällt mir mal sehr, denn so kommen auch vielleicht Updates einfach schneller dann fürs Handy raus. So, ihr könnt auch die Frontkamera schon sehen, mit 5 Megapixel schaut das auf jeden Fall sehr gut aus und mit Blitz wird es dann noch besser sein. Ich kann mal hier ein Foto schießen und da seht ihr auch, der Blitz funktioniert auf jeden Fall schon mal wunderbar, aber bei Tageslicht macht das natürlich nicht sehr viel Sinn. Schauen wir uns nochmal die hintere Kamera mit 8 Megapixel, die ist auch okay. Der Autofokus funktioniert scheinbar auch. Ich kann jetzt hier mal auf dieses Tablet hier fokussieren und dann hier mal kurz berühren und ganz schnell ein Foto schießen. Das sollte hoffentlich nicht allzu lang dauern, genau. Und dann können wir uns diese einfach anschauen, indem wir hier auf die Seite scrollen und ja, hier könnt ihr dann sehen, was das für eine Qualität ist. Könnte natürlich immer besser sein, aber hier auf jeden Fall für den Einstieg ist dieses Smartphone auf jeden Fall gut. Auch bei der Spieleleistung wird es, denke ich mal, okay sein. Und das war es ja auch schon mit dem ganz kurzen ersten Eindruck hier von dem großen Alcatel oder kleinen Alcatel OneTouch Pop 4 Handy. Bis zum nächsten Mal für den Screenshot davon der Mobile World Congress 2016. Mein Name ist Balazs Gál und tschüss.